Fragt mich nicht, wie ich meinen Führerschein bestanden habe. Ich habe einen Führerschein. Und das heißt, ich kann eigentlich Auto fahren. Jetzt habe ich mir allerdings eine App runtergeladen, die Fahrschulsimulator heißt. Also die Simulation einer Fahrschule. Wir können uns hier ein Auto auswählen. Und zwar haben wir hier einen Golf. Ich weiß nicht, ob das ein GTI ist. Ich glaube, das sollte ein Golf GTI sein. Die Karre ist nicht freigeschaltet. Der BMW ist nicht freigeschaltet. Der Ferrari ist nicht freigeschaltet. Hammer ist auch nicht freigeschaltet. Wir haben hier noch ein Audi R8. Dann haben wir hier noch ein SLS AMG tatsächlich. Und dann haben wir noch unseren Golf. Mit dem wir fahren können. Wir können jetzt hier auswählen, wie wir das Ganze steuern wollen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal so. Und bewegen unser Handy. Das ist übrigens ein Pixel 2. Ihr seht hier oben wieder Werbevideo eingeblendet, weil das ganze Video hier in Kooperation mit Google Play entstanden ist. Und zwar meinten die wieder, hey Luca, lad dir irgendein Spiel aus dem Google Play Store runter und spiel's einfach. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache einen Fahrschulsimulator. Ich nehme als Karte erstmal die Standardkarte, also die erste. Jetzt steht hier Laden und das heißt, es lädt. Das hier sind wir. Wir sind ein äußerst muskulärer Typ. Wir können nicht rumlaufen oder irgendwas, aber hey, wir sehen schon echt geil aus. Keine Ahnung, was das hier für eine Stadt ist. Ich glaube, das soll irgendwie, keine Ahnung, was darstellen, irgendeine Großstadt oder sowas. Wir klicken jetzt einfach mal hier drauf, bewegen uns, sind jetzt im Auto drin und jetzt können wir den Hebel nämlich von D. WTF? Hä? Was ist denn mit der Polizei los, Alter? Ich mag Putzelei, die passen auf uns auf. Die hat mich gerade einfach gerammt. Hä? Die Polizei sollte lieber mal einen Fahrschulsimulator machen. Also es gibt hier rechts D, neutral und reverse. Also wir gehen jetzt mal in den Drive-Mode einfach. Das heißt, wir schieben den Regler hoch auf Drive und geben jetzt mal Gas. Uiuiui. Oh! Hat unser Auspuff gerade Feuer gesprückt? Gesprückt, ja, Mann. Das hat er. Oh mein Gott, fuck, sorry. Aber ist ja relativ easy. Wir gehen jetzt einfach in Reverse, fahren ein bisschen zurück, gehen dann wieder in Drive, um dann wieder nach vorne zu fahren. Und zwar fahren wir jetzt an dem Auto hier vorne vorbei. Das Auto ist einfach weg. Hier vorne sind überall Fußgänger. Die lassen wir natürlich auch alles schön hier über die Straße laufen. Da vorne fährt ist gerade ein schöner AMG hergefahren. Hier vorne, meine Damen und Herren, muss man jetzt nämlich so anhalten. Da kommt nämlich die Polizei. Mal schauen, was die veranstalten. Ich hätte denen sogar zugetraut, dass sie den umfahren. Mag Putzelei. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Knöpfen hier machen kann. Ach, das sind Blinker, die ich setzen kann. Okay, das heißt, wir fahren jetzt mal genau vernünftig. Also da ist ein Typ, der läuft über die Straße. Die Polizei lässt ihn auch vor. Das heißt, ich setze den Blinker links. Junge, die Polizei hat ihn schon wieder fast umgefahren. Blinker links ist gesetzt. Blinker wieder wegmachen. So, jetzt parken wir mal rückwärts ein, Freunde. Das heißt, wir bremsen jetzt hier, gehen in Reverse, geben ein bisschen Gas. Ja. Genau so parkt man ein. Ach lol, ich sehe gerade, dass man doch rumlaufen kann. WTF, was kann ich denn jetzt machen? Hallo Freunde, na, gibt es hier irgendwelche Leute, die sich mit mir unterhalten wollen? Hallo, na, wie geht's dir denn, der Herr? Hallo, na, alles klar? Oh, du läufst einfach durch mich durch, alles klar? Da vorne, der Golf ist meine Karre, aber es wäre halt echt geil, wenn ich in andere Autos einsteigen könnte. Das heißt, ich stelle mich jetzt einfach mal neben... Ich bin einfach größer als das Auto. Ich kann nicht in andere Autos reinsteigen als in mein eigenes. Also gehe ich mal wieder hier rein. Wir sind in Drive, setzen den Blinker links, weil wir jetzt links hier natürlich abbiegen. Fahren hier links rum. Und jetzt würde ich sagen, hau mal die Karre mal auf Vollspeed. WTF? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ich jetzt hier genau beachten muss. Ich mache jetzt gerade mal alles nach Regeln. Also ich blinke rechts, fahre hier rechts rum, halte mich sogar an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also ich glaube, hier ist 30. Das heißt, ich fahre hier gediegene 27 mal schön lang. Ich weiß nicht, ob das eine abknickende Vorfahrtsstraße ist, aber ich glaube, da muss man auf jeden Fall nicht blinken. Das heißt jetzt so. Und jetzt will ich mich mal hier rechts an den Rand stellen, um mal kurz pinkeln zu gehen. Das heißt, ich halte jetzt hier an, lasse den Blinker allerdings an, damit die Leute sehen, okay, ich halte hier nur gerade. Ich will mal sehen, wie unser Blinker von vorne aussieht. Da... haben wir nämlich gar keinen. Wir sitzen wieder im Auto, machen den Blinker jetzt allerdings auf links. Natürlich schön Schulterblick hier gemacht. Zack! Ist keiner, war keiner. Hier haben wir jetzt gerade sogar ein 80er Speedlimit. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal rum. Hier ist es jetzt nur noch ein 60er. Das heißt, wir können ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen Gas geben. Das ist kein normaler Golf GTI, wenn der solche komischen Backfires die ganze Zeit hinten hat. Ich gebe jetzt einfach mal Vollgas. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier genau machen muss in diesem Level. Gleich fahre ich wieder irgendwen um und da steht dann, ja, sie haben das Level falsch gemacht. So, ich fahre jetzt mal mit 100 km/h direkt gegen die Wand und bam.
erstmal links Blinker setzen. Oben steht die ganze Zeit XP, aber ich weiß auch nicht, was ich da, also was mir das bringt. So, da ist jetzt eine Ampel, die ist jetzt rot. Das heißt, ich setze meinen Blinker, fahre aber trotzdem, weil ich keinen Bock auf Verkehrsregeln habe. Da ist die Polizei, wenn ich in die Polizei fahre, passiert einfach... Es passiert einfach nichts. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal eine neue Karre. Wir haben jetzt hier den Golf GTI, allerdings auch die Corvette, den BMW, den Ferrari, den Hammer. Ich bin allerdings ein riesiger Fan von SLS AMG. Der wird ja auch nicht mehr produziert. Das heißt, wir klicken jetzt einfach mal hier auf Weiter, nehmen jetzt auch mal eine andere Map. Ich habe keinen Plan, wo wir jetzt hier gerade sind. Der andere, was ist das, ein C63 AMG oder irgendwie sowas, der kommt... Digga, was will er denn? Meine Karre kostet fünfmal so viel wie deine. Also, so, ein Drive. Und jetzt checken wir mal einfach ganz schnell ab, Freunde. Mal schauen, wie schnell diese Karre jetzt hier ist. Er hat, glaube ich, irgendwie so 560 PS in SLS AMG. Und das Level ist einfach schon wieder fehlgeschlagen. Da vorne kommt wieder ein C63 an, Freunde. Ich weiß nicht, fährt er jetzt wieder so halb in meine Karre hier rein oder was will der jetzt hier? Ja, Digga, was... Was will der Mann? Wir sitzen allerdings wieder im SLS. Ein wunderschönes Master... Fragt mich nicht, wie ich meinen Führerschein bestanden habe. Das liegt alles an diesem scheiß C63, ey. Ich versuche jetzt abzuhauen, bevor der hier irgendwie ankommen kann. Also, jetzt hier direkt links um die Kurve. Da hüpft die Karre natürlich auch erstmal ganz schön. Hier vorne rüber. ETF? Als wenn er da nicht rüberfahren kann. Da hinten ist ein Berg. Das fände ich echt mal interessant, wenn wir da rüberfahren würden. Also jetzt hier mit 100 km/h ab auf den Berg. Und... Ey, oh, und da hinten ist noch ein Berg, Freunde. Da fahren wir natürlich auch direkt wieder drauf. Hier erstmal runter. Und dann nehmen wir direkt die Halfpipe weiter und fahren natürlich rüber auf den nächsten Berg. Hier mit 100 km/h, Freunde. Genau... So habe ich mir das vorgestellt. Oh, wir ziehen hier gerade einen ganz schönen langen Drift durch das Grünbeet, meine Damen und Herren. Hier mit 90, 80, 70 km/h. Und jetzt drehen wir allerdings, fahren jetzt rüber auf die Straße, damit wir hier nochmal ordentlich Speed sammeln. Oh mein Gott, Freunde, die Karre geht ja ultra ab. Und jetzt ab auf den Berg mit 140. Ich stelle mir das die ganze Zeit spektakulärer vor, als es wirklich ist. Ich ziehe mal wieder einen schönen langen Drift über das Grünfeld. Wir sehen hier vorne eine Stadt, die gar nicht aussieht wie eine Pappstadt. Es ist echt krass, wie diese Karre abgeht. Aber ich würde sagen, da wir jetzt hier auch so ein bisschen alles schon erkundet haben auf dieser Map, wähle ich uns jetzt mal die Corvette aus. Und wir gehen mal auf die Autobahn. Wahrscheinlich ist der SLS AMG krasser gemacht als die Corvette. Aber ich, ich habe gar keinen Bock auf die Corvette. Komm, wir nehmen einfach mal den Audi R8 jetzt hier vorne und gehen jetzt mal als Map auf die Autobahn. Das heißt, wir schauen jetzt mal, ob wir hier vorne irgendwie genau losgeht. Sehen hier den R8. Hier ist halt einfach wirklich überhaupt kein Mensch gerade. Das heißt, wir können... Und ich fahre erstmal gegen die Leitplanke. Das heißt, wir können hier echt einfach beschleunigen. Ich fahre jetzt hier einfach mal ganz schnell geradeaus. Das ist ein sehr, sehr schönes Schild einfach, weil man jetzt hier unendlich Gas geben kann. Wir sind schon bei 150 km/h. Eigentlich müsste so ein Audi R8 noch viel krasser abgehen. Ist ja ein VC. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja wie Subway-Servers hier mit dem Ausweichen. Eigentlich müsste so ein Audi R8 noch viel, viel krasser abgehen. Der ist jetzt gerade erst bei 200. Aber oh mein Gott. Das ist gerade ganz schön krank hier mit der Steuerung. Audi R8 natürlich 10-Zylinder-Motor, müsste auf jeden Fall krank abgehen. Wir sind jetzt gerade bei 205 km/h. Eigentlich müsste der schon easy bei 300 sein. Alter Schwede, ich fahre einfach die ganze Zeit geradeaus. Wir sind bei 230. Ich weiß nicht, was jetzt irgendwie noch... Genau, hier ist ein 130er-Schild. Da halten wir uns jetzt mal nicht dran. Ach du heilige Scheiße. Oh. Ja, und natürlich kann die Karre auch noch fahren. Autobahn hier ist doch relativ langweilig. Also ich hatte mir jetzt ein bisschen mehr von erwartet, dass das vielleicht auch noch dreispurig wird und mit ein paar Ausfahrten. Aber irgendwie ist es nur eine Rundstrecke, die sich die ganze Zeit wiederholt. Es gibt hier halt normale Fahrten, Multiplayer und Karriere. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf Karriere. Können wir ja mal ganz kurz schauen, ob man hier dann noch irgendwas reißen kann. Also hier mit dem SLS AMG machen wir mal Karriere auf der Autobahn. Genau, können wir hier spielen. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich hier mache. Alles klar. Sicherheitsgurt. Okay. Hier ist gerade 30 km/h, so wie man das kennt. Falscher was? 100 km/h, das heißt, wir fahren... Falscher Blinkergebrauch. Ey, komm. Unser Auspuff spuckt zum Glück gar kein Feuer. Wir halten uns jetzt hier aber mal ganz schön an die 100 km/h. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf die linke Spur. XP minus 110 ist natürlich auch schön. Die Sache ist allerdings, dass ich gar nicht XP dazu gewinne. Also irgendwie geht es nur ins Minus. Und wenn ich jetzt mehr Gas gebe als 100, kommt wahrscheinlich, ey, nee, hier ist 100 oder irgendwie sowas. Hier ist 130er Limit. Da ich allerdings als Raser schneller fahren möchte, setze ich links Blinker. Mach das nicht, Freunde. Das ist verboten. Ey, mach mal... Platz jetzt. Level fehlgeschlagen. Ich weiß nicht, wie ich meinen Führerschein bestanden habe.
Das war's jetzt hier vom Video, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Like da, wenn ihr wollt, dass ich mehr Fahrschul-Simulator verkacke. Wie bereits zu Beginn gesagt, ist das Ganze eine Kooperation mit Google Play gewesen. Deswegen habt ihr die ganze Zeit oben auch Werbevideo eingeblendet gesehen. Die haben mir einfach die Möglichkeit gegeben, ein Handy zu bekommen und nice Games zu zocken. Und ja, jetzt kommt das Outro. Das war's jetzt hier vom Video, das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.